Ziemlich dunkel und still hier. Fast schon beängstigend. Ob es im Stall in Bethlehem am Anfang auch so dunkel war? Auf jeden Fall nicht die besten Voraussetzungen für eine Geburt. Die Eltern waren schon lange unterwegs. Der Stall dreckig, kalt und ungemütlich. Trotzdem wird Jesus, der Lichtbringer, genau hier und nicht woanders geboren. Auch Jesus hat als Lichtbringer klein und unscheinbar angefangen. Doch getragen von menschlicher Nähe, Zuneigung und Liebe und ausgestattet mit Gottvertrauen, wird aus dem kleinen Licht ein großes Licht der Hoffnung und des Friedens für die ganze Welt. Das gilt bis heute. Getragen von menschlicher Nähe, Zuneigung und Liebe, ausgestattet mit Gottvertrauen, können und sollen auch wir in schwierigen und dunklen Zeiten und Momenten Lichtbringerinnen und Lichtbringer sein. Lassen wir uns von dem Licht in Bethlehem inspirieren und motivieren.